Yo, what's pumping, fam? Ich zeige euch heute mal die Haaland-Lauftechnik. Da ihr ja alle wisst wahrscheinlich, dass Haaland ziemlich schnell ist. Und dann geht's los. Also Haaland hat eine ziemlich gute Lauftechnik. Und zwar macht er ziemlich lange Schritte. Er ist jetzt nicht unbedingt viel schneller. Also er bewegt die Beine nicht unbedingt viel schneller als andere Spieler. Aber er macht halt ziemlich weite Schritte. Und das schafft er, indem er die Knie relativ hoch zieht. So. Das ist wie bei Leichtathleten, bei Sprintern, die ziehen ihre Knie auch ziemlich weit hoch. Man sagt eigentlich so im rechten Winkel. Und dann kommt man halt auch viel weiter bei jedem Schritt, wenn man die halt recht hoch zieht. Und Haaland nimmt die Arme dazu. Und zwar soll man darauf achten, dass man beim Sprinten hier bei den Armen rechten Winkel hat. Dass man nicht so viel Zeit verliert, indem man noch hier nach hinten ausholt, sondern immer so. Das haben mir auch mal ein paar Leichtathleten erklärt, dass die immer darauf achten, hier den rechten Winkel drin zu haben. Und den Oberkörper hat er auch leicht nach vorne gerichtet. Also nicht gerade, sondern besonders bei den ersten paar Metern nach vorne, denn leicht aufrichten und trotzdem noch den Schwerpunkt vorne lassen. Also ihr habt dann die Arme so im rechten Winkel. Macht nicht die Unterarme zu weit nach hinten und zieht dabei das Knie so weit wie es geht hoch. Also und zieht das Knie dann so weit wie es geht hoch. So kommt ihr am weitesten mit jedem Schritt und lasst den Oberkörper nach vorne gelehnt. Und ihr müsst darauf achten, wenn ihr einen Gegenspieler habt, das macht Haaland auch ziemlich, immer so die Arme zu nutzen, um den Gegenspieler so fernzuhalten, so ein bisschen wegschieben oder nach hinten drücken. Ja, das gehört einfach dazu. Das kann man ruhig machen. Halt nicht zu sehr irgendwie den Gegenspieler ziehen, aber so ein bisschen wegdrücken und nach hinten so auf Abstand halten, das ist schon gut. Also, okay, ich probiere mal einen Sprint vorzumachen mit der Technik. Ja, also das sieht halt immer ein bisschen eigenartig aus, aber so ist man halt am schnellsten. So sprinten ja die Leichtathleten auch, so ungefähr. Um die Lauftechnik so ein bisschen zu üben, könnt ihr halt immer Kniehebelauf machen, schön hochziehen. Dann müsst ihr halt probieren, weite Schritte zu machen. Mal wirklich darauf achten beim Sprinten, weit nach vorne zu springen jedes Mal. Sich wirklich abzudrücken, Knie hochzuziehen und dann weiter zu kommen. Also als Tipp könnte ich euch geben, vielleicht euch selbst mal zu filmen beim Sprinten und dann auf die Arme zu achten. Das mache ich selbst halt oft falsch, dass man wirklich diesen rechten Winkel drin lässt hier. Ja. Jo, Leute, viel Spaß beim Üben. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Okay, Leute, ja, das war's. Viel Spaß.